Leider führt natürlich dieses kalte Wetter dazu, dass jetzt die Vorräte dahin schmelzen. Hinzu kommt, dass sich Schnee und Glatteis für morgen schon wieder angekündigt haben. Eine ernste Situation besteht hier die Unsberg. Das große Problem für uns Kinder ist zurzeit, dass der Nachschub an Streusalz ausbleibt. Also Lieferungen, die normalerweise in einem vereinbarten Zeitrahmen von 48 Stunden erfolgen sollen, stehen bereits seit über einer Woche aus. Genaue Liefertermine werden nicht mehr genannt. Lieferschwierigkeiten führt auch eine große Streusalzfirma aus Hannover an. Sie beliefert viele Städte in NRW. Dort würden pro Tag mehrere 10.000 Tonnen Salz hergestellt. Doch auf den frühen und heftigen Winteranfang war man anscheinend nicht eingestellt. Glücklicherweise sieht es auf den Autobahnen und Bundesstraßen noch gut aus. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat nach eigenen Angaben noch genügend Streusalz auf Lager. In Olsberg und Westlich ist Pressesprecher Jörg Fröhling immer noch besorgt. Also in der Stadt Olsberg haben wir momentan noch etwa 30 Tonnen Streusalz vorrätig. In der Gemeinde Westlich haben wir noch 50 Tonnen. Wie lange man mit diesen Mengen auskommen wird, ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt vom Wetter ab. Beispiel, wenn wirklich ganz schlimmes Wetter ist, gehen in der Gemeinde Westlich pro Tag ungefähr 20 Tonnen Streusalz durch. In vielen Gemeinden muss man sich bereits Alternativen suchen. Die koordiniert zum Beispiel Hans-Jürgen Weber von der Stadt Bonn. Denn dort reicht der Vorrat wahrscheinlich nur noch bis Montag. Wir erfahren jetzt, wie viele andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen auch, dass die Salzindustrie doch nicht nachkommt mit den Liefermengen. Und wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass wir eine sehr knappe Situation haben. Das heißt, wir fahren Notreserven, Notpläne, streuen mehr Basalt und Split, um, ich sag mal, die Salzvorräte so lange wie möglich zu strecken, müssten dann sehen, dass wir über die Runden kommen. Viele Städte hoffen, dass neue Lieferungen möglichst bald kommen. Na dann, gutes Hoffen. Wobei das gegen Rutschen, glaube ich, nicht hilft. Das Streusalz wird wieder knapp und im Winter schneit's. Komisch. Moment.